Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hollow Knight, beziehungsweise einer neuen Session, je nachdem, mal gucken, wo ich jetzt auf jeden Fall nach und nach die letzten Bossgegner hier platt frühstücken möchte. Blöd vertan. Blöd in die falsche Richtung ausgewichen. Oh, es fängt schon wieder super an hier. Ne, die Dinger wollte ich nutzen. Drücke doch. Ich habe keine Magie. Warum? Und schon wieder kann ich mich nicht heilen. Ich habe zu wenig Mana. So. Hallo? Freund. Dieser Kampf wird, glaube ich, doch herausfordernder, als ich mir das gedacht habe. So, da dachte ich jetzt, dass noch mal ein Schuss kommt. Mann, triff doch den Boden. Sonst gehen die doch auch ewig in Richtung Boden. Menno. Schon wieder kann ich mich nicht heilen. Toll. Dieser Kampf läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, haben wir nochmal wieder zwei von den Masken zurück. Ha, ich habe doch, ich bin gesprungen, erzähl mir nix. Du lügst, wenn du den Mund aufmachst. Oh mein Gott. Ah, es geht wieder los. Ich habe den Knopf gedrückt. Spaßig. Das gibt's nicht. So. Das war Kampf Nummer 1. Jetzt kommt Kampf Nummer 2, der ein bisschen schwieriger wird. Ja. Schade. Sehr, sehr schade. Gut. Weniger blöde Fehler machen und mehr ausweichen.
dann wird das doch was. Aber die zweite Phase, die ist sehr eklig, weil dann einfach überall Projektile durch die Gegend fliegen. Die Attacken kann er gerne machen. Warum habe ich nicht, lasse ich mich zweimal treffen hier? Ich bin doch bescheuert. Ich bin auch ganz ehrlich selber schuld. Ich suche noch irgendwie nach einem Pattern, wo ich den einmal treffe. Und dann diesen Dingern da ausweiche, aber ich hab's irgendwie noch nicht raus. Aber es läuft auf jeden Fall besser als vorhin. So. So, da gehe ich jetzt kein Risiko ein. So, der Kampf lief doch wesentlich besser. Aber ich habe so das Gefühl, bitte lass es das gewesen sein. Jawohl, Sterblichkeit, vielen Dank. Ja, cool, zweiter Versuch. Also, dritter Versuch, haha. In meinen Träumen konnte ich sie sehen. Die Rettung des Königreichs, die Heilung der Seuche. Die Antwort lag in der Seele, die unseren Körpern Leben einhaucht. Aber der König, warum? Er hat sich gegen alles gestellt, was ich tat. Seine Eifersucht, sein Wahnsinn. Er stellte sich gegen mich und nahm mir meine Unsterblichkeit. Nun sind der König und sein Reich tot, doch ich werde ewig weiterleben. Ja, in mir, Freund, in mir. Gut, 2010. So. Hier war noch aber noch irgendwo eine weitere Bank. Dafür müsste ich jetzt aber wieder hier rauf. Will ich aber nicht, deswegen gehe ich jetzt zur zuletzt geresteten Bank. Ich muss mir irgendwie mal mein Kabel organisieren, weil das klappert die ganze Zeit gegen meinen Tower. Und ich glaube, das hört man. Weil ich hier natürlich nervös, wie ich bin, mit meinen Beinen am Wackeln bin. So, aber das ist doch eigentlich eine halbwegs gute Kombo. Besser wäre natürlich, wenn ich hier irgendwie mehr Magie kriegen würde. Hier sowas. Und dann bei jedem Treffer einfach mehr. Das könnte ich beim nächsten Boss mal probieren. Der wo ist? So. Weg. Weil eigentlich muss ich jetzt nur noch einen Boss besiegen. Den könnte ich auch mal versuchen hier. Ich muss eigentlich nur noch einen Boss besiegen. Ah ne, hier den dummen Dingens. Den können wir auch mal machen, glaube ich.
Wo bin ich denn? Ich müsste zur Station des Königs und dann da runter. Ich probiere jetzt mal den Doom Defender. Also wie gesagt, einen Boss brauche ich nur noch, um den Traumnagel zum vollendeten Erwachen zu bringen. Quasi. Ich will da trotzdem erstmal noch ein paar von denen hier besiegen. Denn ich glaube, dass ich da auch noch ein paar von brauchen werde. Um hier den, um mir das Jägerjournal zufriedenzustellen. Oder? Da muss ich jetzt sowieso mal gucken, wie viele ich noch brauche. So, von denen muss ich noch 9 besiegen. Kriege ich die überhaupt noch? Wo gibt's sie denn? Kriole, die gibt's doch auch gar nicht mehr. Okay, von denen muss ich noch 2. 16 Stück. Ja gut, die kriege ich auch noch irgendwie. 3 von denen, die sind auch nicht das Problem. Wo sind die nochmal? Okay. Mantiskrieger. Na, 2 von denen. Nun gut. Dann werden es 2 von denen. Ich muss wieder zurück. Muss mich hier unten hin. So, gut. Auf dass dieser Kampf auch ein bisschen leichter wird. Ja, aber hier sieht man schon die Statuen von den 4 Kriegern und er ist der 5. Auch der Händler hat uns ja davon erzählt, dass damals halt 4 Krieger hier durch die Gegend gestiefelt sind. So, das Problem bei ihm ist jetzt, er ist jetzt natürlich schneller. Und da hinten stehen sie nämlich auch die übrigen 5. Ich versuche jetzt hier einfach durch meine Schnelligkeit hier so ein bisschen einfach Schaden auszuteilen. Ha ha ha!
Bitte stirb doch einfach. Oh, sehr gut. Erinnerung. Gut, jetzt hat sich hier alles, ne? Und er, oh, meine Freunde. Oh, oh, der Arme. Der arme, arme Kerl. Freunde, ich werde unser geliebtes Königreich beschützen. Glaubt an mich. Meine Freunde, wir werden alle zusammen sein. Hunde. 2310. Kann ich jetzt nochmal gegen ihn kämpfen? Schauen wir mal. Schlimmer kann es ja nicht werden. Also natürlich kann es immer schlimmer werden. Die Frage ist, was kriege ich danach? Ja, okay. Aber ich habe ihn einmal besiegt, das reicht. Das reicht mir auf jeden Fall. So, wo haben wir denn Dingens jetzt hier? Den Rücksetzpunkt haben wir natürlich da oben irgendwo. Haben wir gepennt. So. Dann müsste ich doch jetzt eigentlich, weil hier ist jetzt noch der letzte. Komm, den mache ich jetzt auch noch. Wo muss ich da hin? Uraltes Becken, Palastgründe. Ne, dann gehe ich erst zu meiner Bank zurück. Dann lasse ich mir den Tromnagel komplett erwachen. Weil die 1800 haben wir ja auch. Und die 2100, die wir jetzt glaube ich auch schon haben, die helfen mir dann, die Story vom Seher abzuschließen. Weil dann kann ich jetzt gleich den letzten Traumboss eben machen. Und mich dann um den Weißen König kümmern. Was auch voll Spaß macht. So, eigentlich müsste ich jetzt alles haben. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Ja, die Zeit ist gekommen. Der Traumnagel und auch du, Träger. Es ist an der Zeit für euch beide zu erwachen. Die Essenz, die du gesammelt hast, die Hoffnung in diesem alten Königreich verbleibt. Reines Potenzial, lass es durch dich hindurch und in den Traumnagel strömen. Hebe ihn empor, Träger. Erwachet. Pling. Erwachter Traumnagel. Der Traumnagel wurde verbessert. Er kann nun selbst in den am besten geschützten Verstand eindringen. Das ist nur der König. Für nichts anderes brauchen wir das. Ah, aha, ja. Nun kann sich kein Traum mehr vor dir verbergen. Du kannst die dunkelsten Orte sehen. Du musst nur den richtigen Spalt finden. Was wirst du mit einer solchen Kraft anfangen, Träger? Wessen Erinnerung wirst du jagen? Tu, wie dir beliebt. Mein Versprechen ist erfüllt. Mögen die Verbrechen meines Stammes von der Zeit fortgespült werden, wie auch die restlichen dieses Königreichs. Der Traumnagel ist nun vollständig erwacht, doch du sammelst immer noch Essenz. Vielleicht habe ich eine Besessenheit in dir geweckt. Dann mach so weiter. Ich werde warten und deinen Fortschritt beobachten. Kehre zu mir zurück, sobald du 2004 und Essenz gesammelt hast. Ich habe keine Geschenke mehr zu vergeben, aber du würdest dich als der Träger erweisen, auf den mein Stamm gewartet hat. Dieses Königreich ist voll von alten Erinnerungen, sowohl von schönen als auch von grotesken. Suche sie, offenbare sie und sammle Essenz. Wie viel habe ich denn jetzt? 2, 3, 1. Natürlich. Gut. Aber auf jeden Fall kann ich dann hierhin wieder zurück.
Dann gehe ich jetzt nämlich trotzdem einmal hier in die versteckte Station. Aber haben wir denn da noch irgendwelche? Ne, da ist halt einer. Da ist das Kolosseum, was ich auch noch machen kann. Aber sonst haben wir tatsächlich keine Bosse mehr hier übrig, ne? Nun gut. Ne, ich wollte auch hier dann rasten. Um hier auch problemlos wieder zurückzukommen. Und ja, mit dem Setup werde ich das einfach mal weiter versuchen. Schnell heilen, viel Schaden austeilen. Und bei jedem Schlag auch mehr als genug Seele hoffentlich sammeln. Oh ja, klar. Ja, zumindest ist es schön, dass, wenn man den Traum betritt, dass man mit voller Energie startet. Auf jeden Fall sehr hilfreich. So, und hier müsste er jetzt liegen, genau. Hallo, Kumpel. Alter Freund. Muss ja so ein super komplizierter Weg überall hin sein. Verlorenes Kind! Ich kenne seine Patterns tatsächlich gar nicht mehr. Ich will mich doch einfach nur heilen, Mann. Ich beiß ja gleich ins Gras. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich hab's vorhergesehen. Ich kann in die Zukunft sehen. Oh. Vielleicht hätte ich mir hier tatsächlich die Weberlinge holen sollen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Einfach, dass die sich... Oh. Mann! Minno! Nee, das komm. Beenden! Abbruch! Das bringt so erstmal nichts. Da muss ich jetzt einmal zurück. Ne, ich will hier zurück zu meiner Bench an dem Dingens. Da muss ich mir was anderes holen. Schnell heilen ist da nämlich Kacke. Dann will ich eher versuchen, mir mit den Spinnen auszuhelfen, dass die hoffentlich die Geister alle kaputt machen. Beziehungsweise glühender Mutterleib, genau, Nestlinge. Langnagel habe ich und bei jedem Treffer will ich auch nochmal Seele erzeugen. Ne, dass hier einfach dann
Viechers durch die Gegend fliegen, die sich dann hoffentlich um die Geister kümmern. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Wir werden sehen. Hier wird halt Seele verbraucht, um diese Nestlinge hier zu mästen quasi. Ich hoffe, die sind jetzt auch da. Sehr schön. Ja. Toll. Toll. Man muss hier auch Parcours betreiben, um zum Boss zu kommen. Das ist super. Man kann nicht einfach mal neben dem Eingang spawnen. Nein. Das wäre zu kompliziert. Man muss ja hier noch sich durch die Gegend bewegen. Ja, das mache ich lieber nicht. Jetzt sind die da und kommen nicht rein, oder was? Ich glaube, es hackt. Och ja, spawn doch genau da, wo ich gerade stehe. Ich habe gerade so ein bisschen Probleme mit Crowd Control. Langsam nervt's, ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen angepisst gerade. Dass die echt überall spawnen. Spieler springt, Spiel berechnet Parabel. Dort wird dann ein Gegner gespawnt. Pling! Das Gefühl habe ich manchmal echt. Das ist echt zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Kannst hier nichts vernünftig machen, weil auch alles orange ist. Boah, beweg dich doch! Ey, Leute. Also der ist jetzt gerade echt kompliziert. Irgendwie. Weil egal wie ich ausweichen will, da ist immer irgendwas, was mir Schaden macht. Irgendwas ist da immer. Das macht tatsächlich keinen Spaß, weil auch alles orange ist und man hier nicht sieht. Zack. Auch das habe ich eigentlich gesehen, aber dann... Ja. Spieler springt. Welche Attacke machen wir denn am besten? Oh, ey.
Weißt du, ich habe hier ganz andere Gegner besiegt. Und man könnte meinen, wenn man springt, dass man dem dann entkommen kann. Nein, es geht nicht. Und auch wieder hier, Parabelberechnung, super. Wo könnte der Spieler sein? Entsprechend wird die Sprunglänge angepasst. Hurra! Ey, der bringt mich hier gerade wieder völlig aus dem Konzept. Der macht mich hier gerade völlig kirre, der Boss. Ne, man kann sich nicht mal vernünftig aufs Ausweichen konzentrieren. Weil immer irgendwas ist... Ha! Scheiße. Ja! Ja! Lass mich in Frieden. Ja, natürlich. Ey. Ich meine, ich komme ja weiter, aber trotzdem, irgendwie... Ich habe keine richtige Strategie gegen den Typen. Ich versuche einfach nur auszuweichen und werde von ihm getroffen. Ja, komm. Wie gesagt, einfach mal einen einfachen Pfad zu dem Gegner... Warum kann man die nicht in diesem Raum spawnen lassen? Warum muss das jetzt hier so eine komische, ästhetische Sache wieder sein? Das ist echt nervig. Oh, je. Ne, für sowas bin ich tatsächlich nicht gemacht. Ne, ich habe ja nichts gegen schwere Spiele. Aber irgendwo habe ich tatsächlich meine Grenzen. Ich weiß nicht, vielleicht spiele ich auch nicht aggressiv genug hier. Warum bin ich gesprungen? Ich finde diesen Boss langsam zum Kotzen. Habe ich das schon mal erwähnt?
war es das. Himmel, Herrgott. Das war jetzt wieder kompliziert. Komplizierter, als es eigentlich hätte sein müssen. Glaube ich. Oh Mann. Akzeptieren. Ja, ich akzeptiere dich. Widerwillig. Ganz, ganz widerwillig. Oh, jetzt hat das Gott sei Dank ein Ende. So, das heißt, wir haben jetzt den Traumnagel, der erwacht ist. Und ich kann mich da tatsächlich teilweise selber nicht leiden, wenn ich so bin, aber das ist dann einfach dieses, das macht mich dann fuchsig. Und naja, wir haben jetzt hinter uns, es kommt noch genug Scheiß auf uns zu, also naja. Ha, Träger, du bist zurückgekehrt, blablabla, so viel Essenz, so hell, du bist wahrhaftig der Träger, von dem mein Stamm so lange geträumt hat. Die Leute meines Stammes wurden aus einem Licht geboren, einem Licht ähnlich der Essenz, ähnlich dieser mächtigen Klänge, jedoch noch viel heller. Sie waren zufrieden damit, in diesem Licht zu baden, und sie ehrten es eine Zeit lang. Aber ein anderes Licht erschien in unserer Welt. Ein Würm, der die Form eines Königs annahm. Wie wankelmütig meine Ahnen gewesen sein müssten. Schluck auf, toll. Sie verließen das Licht, das sie hervorgebracht hatte, kehrten ihm den Rücken und vergaßen es sogar. Und so entstand dieses Königreich aus diesem Verrat. Aber die Erinnerungen an dieses uralte Licht bestanden fort, als ein Flüstern des Glaubens, bis ganz Heilandsnest anfing, von diesem vergessenen Licht zu träumen. Ah, aber was geschehen ist, ist geschehen. Und ich bin nun fertig. Der Träger ist endlich erschienen und ich habe die Erinnerungen meines Stammes lange genug ertragen. Es ist an der Zeit, dass auch wir vergessen werden. Erinnere dich nicht an uns, Träger. Ehre uns nicht. Wir verdienen es nicht. Ah, es tut mir leid. Licht, vergessenes Licht. Ich erinnere mich an dich. Flömm. Aufstieg. Ja, dann haben wir die Quest auch durch. Sehr schön. Also wie gesagt, das wird jetzt nicht die letzte Passage sein, wo ich mich hier noch so ein bisschen über irgendwelchen Nonsens aufregen werde. Aber so ist das leider. Nee, Quatsch. Ich bereite mich jetzt schon mal auf die nächste Passage hier vor. Denn jetzt geht es zum König. Wo waren wir? Hier unten irgendwo. Da. Zack. Besiegt. Jetzt geht es nämlich hier runter zu den... zur versteckten Station nochmal. Hier auch noch mal speichern. Und dann kann ich mich doch mal einmal hier diesem Geist hier widmen. Aha. Bunk. Schön. Aber damit haben wir jetzt Zutritt zum Weißen Palast. Und Zutritt zu einer neuen Bank. Hurra. Und ja, hier gibt's jetzt einiges an Parcours, also an Plattforming, was wir hier dann absolvieren müssen, leider. Ja, weil hier müssen auch Schalter dann gefunden werden und so ein Zeug. Also muss man sich hier so ein bisschen jetzt langarbeiten. Das sieht doch auch schon aus wie der König. Na, die sagen leider nichts. Okay.
So. Das nehme ich dann noch gerne in Kauf, dass ich hier so viel Schaden nehme, denn ich weiß ja, dass hier eine rettende Bank irgendwo ist. So, hier muss ich aufpassen. Hier sind überall Stacheln. Da muss ich nämlich jetzt hier solche Dinger finden. Und natürlich lande ich dann genau dort, wo ich nicht landen will, weil mir die Doppelsprünge ausgehen. Hurra, hurra. So, ich werde jetzt aber trotzdem einmal zur Bank zurückgehen. Denn die Lebensenergie hätte ich gerne, auch wenn ich meine, dass da oben noch eine kommt. Genau deswegen. So, und das ist auch der Grund, warum ich hier die Honigfarben anhabe. Wenn ich nämlich hier runterfalle, und da das hier nur Plattforming ist und relativ wenig Gegner, habe ich in der Regel, wenn ich dann die 10 Sekunden warte, die Zeit, mich zu regenerieren. Um das Ganze hier so ein bisschen erträglicher zu gestalten. Und ja, das hier ist quasi die Erinnerung des Königs. Also nicht nur quasi, das ist die Erinnerung des Königs. Und die ist natürlich auch entsprechend geschützt. Deswegen, also ist meine Interpretation, deswegen hat das ganze Plattforming. So, und hier gibt es auch wieder den Ausgang. Na, hier ist wieder eine Tür zu. Hier brauchen wir jetzt zwei Leuchtdinger. Und ja, hier geht es dann in der nächsten Session weiter. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen früher Schluss. Ja. Hier wird dann ein bisschen Plattforming passieren. Vielleicht noch ein bisschen Gefluche, man weiß es nicht. Aber wir sehen uns dann genau in der nächsten Session in Hollow Knight wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.